Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Herzlich willkommen bei Oraculum in Annum in dieser Jahreslegung. Dieses Video ist ein Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Was bedeutet Oraculum in Annum, diese Jahreslegung? Schauen, was passiert in den kommenden 12 Monaten. Und das könnt ihr jederzeit buchen. Es ist nicht abhängig jetzt Januar 2018. Ihr könnt es auch Mitte des Jahres buchen. Dann schauen wir schlicht einfach, was passiert in den kommenden 12 Monaten. Und das sehr ausführlich. Jetzt ist natürlich ein Zufall, dass gerade Jahresende ist und wir beginnen diese Legung mit Januar 2018 und ich erzähle dann, was passiert in den kommenden 12 Monaten, was ist zum erwarten Jahr 2018. Es ist alles anonym, mein Klientin heißt MR. Liebe MR, ich möchte mich bedanken, für diesen Auftrag. Ich möchte mich bedanken, dein Anvertrauen und ich hoffe, ich darf mir das erlauben, du zu sagen. Ich tue mich etwas leichter. Ich beschreibe kurz deine Lebenssituation. Du bist berufstätig, selbstständig, machst nebenbei auch noch etwas. Deine Frage ist, wie geht es beruflich weiter, worauf solltest du achten im Bereich Finanzen? Und seit einigen Monaten bist du alleine, hast aber 3 Kontakte, wo eventuell in Frage kommen. Und welchem von diesen 3 Männern kommt in Frage oder im Allgemeinen, was passiert Jahr 2018, ob du in eine Beziehung kommst, ob da sich was ändert. Du hast auch dein Geburtsdaten geschickt und ich habe auch dein Geburtshoroskop geschaut. So viel kann ich schon sagen, dass in den kommenden Monaten hast du einen guten Venus-Einfluss und das betrifft Liebe, Partnerschaft. Nicht nur das, sondern es aktiviert bei dir im partnerschaftlichen Haus einiges, das sind Veränderungen, schicksalhafte Veränderungen und spielt die Karma eine Rolle, also karmische Begegnung oder karmische Liebe, was bedeutet das? Seelenverwandtschaft oder Zwillingsflamme, könnte ich das auch so mal nennen, also das ist auch ein wichtiges Thema. Dann, weil Frage war auch die Finanzen. Natürlich möchte ich jetzt nicht ausführlich die Geburtshoroskop-Analyse, aber ich lege auch Wert darauf, das auch mal erwähnen. Du hast karmisch, das heißt im früheren Leben, hast sehr viel Geld gehabt. Und du kennst dich im Bereich Finanzen aus. Das sind deine Talente. Aber es waren auch Betrüger da. Das heißt, du hast nicht nur dieses Talent, um die Finanzen zu kümmern oder Geld gewinnen, Geld machen, weil das ist deine Veranlagung, aber es war immer wieder Situationen, wo du ausgesetzt warst, ich spreche vom früheren Leben, nicht jetzt, dass dich betrogen haben, dass du Geld verloren hast. Hier in diesem Bereich, gerade im Finanzen und mit dieser Täuschungen, was auch im Bereich Finanzen geht, hast du eine karmische Lernaufgabe. Vorsichtiger sein, auch auf den Finanzen achten. Also das, was ich so astrologisch erkennen kann, das Bereich Finanzen ist ein wichtiges Thema. Die Uranus-Einfluss aktiviert auch gerade diesen Lebensbereich. Das bremst gerade noch, weil Uranus ist bis 2. Januar 2018 rückläufig.
Aber dann dreht sich alles, dann kommt etwas in Bewegung, was die Finanzen betrifft. Und du hast dieses Talent, Gewinn zu machen. Du hast dieses Talent, viel Geld zu machen. Und weil du da auskennst, das ist deine Erfahrungen, Lebenserfahrungen, aber warst du gutmütig oder hast anderen vertraut. Und genau da ist die Hund begraben, da sollst du aufpassen. Und das wird wahrscheinlich in dein Schicksal, in dein Leben wiederholt, spiegelt sich etwas, dass du das lernst, etwas vorsichtiger sein, als Hinweis. Als Hinweis, was die Finanzen betrifft, und zurück in diese Uranus-Bewegung, weil das löst sich bei dir auch im Finanzbereich etwas. Diese Rückläufigkeit bedeutet Erinnerungen auch, sind auch karmische Erinnerungen, aber bedeutet auch eine gewisse Zurückhaltung, das bremst die Gewinn, aber das dreht sich und ab 2. Januar 2018 kommt eine Vorwärtsbewegung, damit kannst du rechnen, trotzdem achtsam sein bei Verträgen oder alles, was die Finanzen, dass du das immer selbst überprüfst und dann kannst du dann ganz geschickt handeln und wirklich gute Gewinne machen, weil die Veranlagung hast du auf alle Fälle. Also so viel astrologisch und jetzt schauen wir die Karten an. Wie sind deine Gefühle Januar 2018 und wie stehen die Männer zu dir? Zeigen Aufmerksamkeit? Bewegt sich etwas in dein Leben, was deinen Gefühlen berührt? Das zeigt diese Karte an, hier oben. Und diese Karte erzählt mir, du bekommst Komplimente. Du bekommst Einladungen, ein tolles Angebot. Das wird dir auch gut tun. Das stärkt auch dein Selbstbewusstsein. Und das ist nicht nur diese Kontakte, was du hast, also nicht diese drei Männer, wo du kennst, sondern es werden auch neue Begegnungen da sein. Oder hast du Einladung, ein Fest und dort willst du Leute kennenlernen, neue Kontakte. Es bewegt sich etwas, ohne dass du jemand einladen musst oder auf anderen zugehen musst, sondern sie machen dir die Komplimente, sie werden dich einladen und hast du auch neue Kontakte. Wie sollst du handeln? Die Gespräche, sollst du auf anderen zugehen? Es handelt sich nicht nur um die Liebe, sondern auch geschäftlich. Sollst du was Neues anfangen, beginnen? Zeigt diese Karte an. Hier ist eine Brücke. Das ist schon die Bewegung. Du bist mit deinen Handlungen, mit Gesprächen, mit Verträgen, mit Kontakten, auch geschäftlich, auch privat, bist in einer Übergangsphase. Es bewegt sich eine Richtung, es ist unklar, welche Richtung das geht, bist auch noch nicht ins Ziel angekommen und das würde bedeuten, dass du mehrere Kontakte hast, dass du von verschiedenen Personen Nachricht bekommst. Die Richtung ist hier in die Brücke, das kann in zwei Richtungen gehen. Und das zeigt mir, aus verschiedenen Richtungen kommen die Kontakte, auch privat. Du hast auch geschrieben, du hast mehrere Kontakte. Du bist zwar unabhängig, du bist nicht gebunden, du bist alleine, aber Kontakte hast du schon. Und das zeigt auch an, du kannst diese Richtung gehen, du kannst aber auch diese Richtung gehen. Befindest dich Januar noch in dieser Zwischenraum? Das heißt, eine Übergangsphase. Was aber sehr schön in dieser Karte ist, das Glück, das ist der Sternenhimmel. Es steht im alles, im glücklichen, also glückliche Umstände, die ganze Kommunikation und Kontakte. Also es ist nicht nur das Private, sondern auch geschäftlich, auch du hast
Verträgen vielleicht oder Kontakte, Angebote, verschiedenen Angebote. Du triffst die Entscheidungen, du sagst, in welche Richtung das geht und liegt das Glück dabei. Das Liebesleben, Januar. Wir sind noch am Januar 2018, zeigt diese Karte an. Diese Karte bedeutet Stille. Es ist ein Hinweis, dass am Januar noch nicht viel bewegt in dein Liebesleben, trotz Kontakte. Die Kontakte zeigt hier oben schon an, was deine Emotionen berührt und Kontakte, Treffen, Gespräche, Nachrichten hast. Aber du bist noch alleine. Diese Karte könnte auch bedeuten, sei zurückhaltend und warte, bis die andere auf dich zukommen. Es ist eine Zurückhaltung, aber diese Karte bedeutet auch die innere Ruhe. Es ist fast wie eine meditative Haltung. Ich würde es sogar empfehlen, weil du wünschst auch die liebe Partnerschaft, versuche das erstmal visualisieren, warum auch nicht. Und dass du im Klaren bist, welche von diesen drei Männern dich berührt, dein Herz berührt? Wo hast du das Gefühl, das kann die Liebe sein? Oder wenn du das Gefühl bekommst, das ist keine von diesen Männern, sondern es kommt eine neue, ist auch möglich, aber du brauchst noch am Januar dieser Rückzug nach innen schauen, dieses inneren Licht zu suchen, dass du im Klaren bist, was du willst. Oder visualisiere, wie stellst vor dein zukünftiger Partner, deine zukünftige Partnerschaft. Die Männer, zeigt diese Karte an, kommen auf dich zu. Es ist Bewegung, sie wissen auch nicht, wohin das führt. Sie wissen auch nicht, ob du ein Ja dazu sagst oder nicht. Also die sind in vollkommenen Unklarheiten, aber sie bewegen sich in deine Richtung. Diese Karte bedeutet nicht nur die Kontakte zu einem bestimmten Mann oder Männer, sondern diese Karte, also dieser Platz, wo diese Karte liegt, zeigt auch an deine Kraft. Deine Motivation, wo setzt du deine Kraft ein? Bist du mutig? Hast du Ziele? Ja, du bewegst einiges und du gehst eine bestimmte Richtung und triffst auch klare Entscheidungen, auch beruflich, aber bei diesen Karten weißt du noch nicht, wohin das führt. Man sieht nicht, wo das Ziel ist. So ähnlich wie hier oben, wie in einer Übergangsphase, in einer Brücke. Du weißt, du bewegst dich, du hast mehrere Möglichkeiten, du kannst auch wählen. Hier zeigt an, du triffst auch kluge Entscheidungen, aber du weißt am Januar immer noch nicht, wohin das führt. Der nächste Platz hat mehrere Bedeutungen und das ist diese Karte, symbolisiert es. Das sind Glück, Möglichkeiten, Chancen, kann aber auch um eine rechtliche Lage handeln. Erstmal schauen wir deine Möglichkeiten, Chancen an. Deine Möglichkeiten ist, wenn es um Beruflichen geht oder Finanzen geht, dass du dich vergrößerst. Das sind größere Gebäude. Entweder beruflich Kontakte mit größeren Unternehmen oder Firmen oder du vergrößerst deine Selbstständigkeit. Diese Karte, dieser Turm bedeutet auch Großstadt. Also da hast du auch Möglichkeiten, etwas beruflich bewegen. Wenn es um die Liebe geht, wo hast du Chancen? Dann beschreibt diese Karte einen großen, schlanken Mann.
Also versuch mal vielleicht so einordnen. Ich kenne diese Männer nicht, ich weiß nicht, wie sie ausschauen, aber auf jeden Fall bei diesem Mann hast du Chancen oder Glück, wo etwas größer ist und von Statur her schlank. Gerechtigkeit ist auch dieser Platz und es kann Ämter bedeuten, Finanzamt oder eine rechtliche Lage, wo du auch Glück hast, weil hier bekommst du Unterstützung. Also schließ gut ab, die Finanzen im Finanzamt oder Steuerbüro, aber wenn du eine gerichtliche Lage hast, bekommst du auch Unterstützung. Jetzt kommt die Lernaufgabe oder was könntest du in Form bringen? Und das ist diese Karte hier. Diese Karte bedeutet, du kannst viel mehr bewirken, wenn du wartest. Auch beruflich, dass die auf dich zukommen, Fragen, Angebote machen und auch im Liebepartnerschaft. Und wenn du etwas bewegst, weil du willst etwas bewegen, also hier ist deine Kraft und Mut, dann achte darauf, dass du kleine Schritte machst. Eine langsame Bewegung und dass du überall schauen kannst. Rechts, rechts und links und vorne. Also dieser Mann beobachtet die Umfeld und trifft ganz klare Entscheidungen. Bewegt sich etwas, aber langsam. Das soll deine Haltung sein. Aber diese Karte kann auch eine männliche Person sein, wo genau mit diesem Stil langsam, vorsichtig in deine Richtung bewegt. Beides kann bedeuten. Ich würde auf beiden zuordnen, wenn du beruflich oder in deinem Privatleben etwas verändern möchtest, dann überprüfe alles, schau alles an, erkundige dich, in welchem Umfeld du dich bewegst und mach langsame Schritte und triff ganz klare und kluge Entscheidungen. Und genau das kommt auch zurück, weil eine männliche Person kommt entgegen. Kommt auch nicht rasch, überrollt dich auch nicht, ist auch langsame Bewegung, aber immerhin kommt in deine Richtung. Februar 2018, wie sind deine Emotionen? Oder was solltest du achten in deinem Gefühlsleben oder dein Unbewusstes? Das ist diese Karte hier. Diese Karte bedeutet Empfängnis. Und das sagt auch deine innere Stimme, dein Gefühl. Dein Gefühl wird dir vermitteln im Februar, warte ruhig, es kommt alles auf dich zu, auch im Geschäft und auch in dein Privatleben. Diese Karte ist für dich eine Botschaft, du brauchst nicht zweifeln, du brauchst keine Angst zu haben, du musst auch nicht unüberlegt handeln, brauchst auch auf niemanden zugehen, auch geschäftlich nicht, auch privat nicht, sondern sei offen, was da so kommt auf dich zu. Empfängnis bedeutet, du wirst was bekommen, empfangen und das ist ein schönes, beruhigendes Gefühl. Das ist auch die weibliche Kraft, die weibliche Energie und fühle diese Quelle, diese weibliche Kraft an dir, weil das wird im Monat Februar bei dir ganz stark wirken. Die Gespräche, die Kontakte zeigt an diese Karte. Und diese Karte ist eine Botschaft, du bekommst verlockende Angebote, aber sei vorsichtig und überprüf, ob das für dich gut ist oder ist es weniger gut. Das kann um geschäftliche Kontakte sein, wo im ersten Moment sehr einladend ist, aber du gehst in ein Risiko ein.
kann auch die Finanzen betreffen, wo jemand sagt, ach, hier sind Gewinnchancen und es klingt im ersten Moment sehr verlockend, verführerisch, das sind die Karte, die Verführung, die verführerische, aber du kannst dabei auch verlieren. Lieber nimm diese Haltung an und warte, bewahre die Ruhe, warte, was kommt noch, was für Angebote. Du musst nicht die erste Angebot annehmen und begeistert zu sein, auch wenn das im ersten Moment gut klingt. Sehr verlockend, aber bei diesem Gespräch, es handelt sich um Gesprächen oder Verträgen oder Termine, sei eher vorsichtig. Besonders wenn es um Finanzen geht, besonders wenn es um das Geschäft geht. Dann sag lieber, du musst da noch überlegen und warte ein, zwei Tage, bevor du etwas unterschreibst. Die Liebe. Was kommt in die Liebe auf dich zu? Februar 2018, das ist diese Karte hier. Diese Karte als erstes. Es sind die Kelchen und die symbolisieren die Gefühle. Das heißt, ein Treffen, eine Begegnung und das ist sehr gefühlsvoll. Schön, angenehm, gefühlsvoll. Das kann schon eine Verabredung sein. Ich würde sogar behaupten, dass es eine Verabredung ist. Was ist noch wichtig in dieser Karte zum Erkennen? Wir sprechen Februar 2018. Jemand beobachtet dich und du siehst es nicht. Das heißt, ein bestimmter Mann steht bei dir im Mittelpunkt, ihr kommt näher, es ist sehr emotional, es kommt zu einem Treffen, vielleicht ist noch nicht die Beziehung, aber es kommt schon eine Annäherung, ein Treffen. Und du nimmst es gar nicht wahr, dass außer diesem Mann noch ein Mann da ist, weil du bist abgelenkt. Und jemand im Hintergrund beobachtet dich. Das kann zwei Bedeutungen sein. Die eine Bedeutung wäre, dass ein Mann eifersüchtig auf dich ist. Die zweite Bedeutung wäre, dass außer dieser Herr noch jemand da ist, wo an dir Interesse hast und du nimmst es noch gar nicht richtig wahr. Die Männer oder Mann, Männer ist einfach die Auswahl, meine ich, und nicht, dass du mit mehreren Männern jetzt Kontakt haben wirst oder sollst. Wie wirken die Männer oder ein bestimmter Mann auf dich am Februar? Das zeigt diese Karte an. Sehr leidenschaftlich, sehr vertraut und ihr unterstützt euch gegenseitig. Das heißt, die Leidenschaft ist da, eine Verabredung und ihr kommt näher oder beginnt die Beziehung. Und diese Karte gibt euch Kraft. Das heißt, du gibst Kraft für diesen Mann. Und dieser Mann gibt dir auch Kraft. Sehr schön, sehr vertraut, sehr leidenschaftlich. Die nächste Platz zeigt an dein Glück, deine Chancen, deine Möglichkeiten und die rechtliche Lage. Und es ist diese Karte hier. Diese Karte ist für dich eine Botschaft für Februar. Du hast Möglichkeiten, Chancen, beruflich, finanziell, auch in die Liebe. Wenn du diese Haltung einnimmst, was diese Karte zeigt, und versuchst, etwas festzuhalten, kommen nicht zu glücklichen Umständen. Dieser Mann im Bild hat zwar was in Hand, er versucht es auch festzuhalten, aber glücklich ist er nicht. Das kann bedeuten, dass du Chancen, Möglichkeiten hast und du traust es nicht, weil du möchtest, das festzuhalten, wo du sicher fühlst. Das wäre die berufliche Situation.
kann auch bedeuten, dass du Chancen, Möglichkeiten bekommst und deine Angst bremst dich, weil du hältst deinen Gefühlen an deiner Angst fest. Diese Karte kann auch bedeuten, wenn das um die Liebe geht, dass hier beginnt schon etwas, Verabredung, näher kommen, ein Neuanfang in die Liebe, und kann auch deine Haltung sein, dass du versuchst, diesen Mann festzuhalten und er mag das nicht. Kann auch bedeuten, dass dieser Mann ist auf diese Beziehung zu dir zwar eingegangen, hier sehen wir die Verabredung schon, aber er hält noch etwas fest. Das kann noch Erinnerungen sein oder ist noch gebunden, und da sind noch die Finanzen, wo aus finanziellen Gründen noch nicht verabschieden kann von dieser Vergangenheit. Also diese Karte hat mehrere Bedeutungen. Im Allgemeinen kann ich sagen, du hast Chancen, Möglichkeiten, auch beruflich, auch Gewinn zu machen. Aber versuch nicht, etwas festzuhalten, sondern wage etwas Neues. Wenn das um Liebe, Partnerschaft handelt, wenn diese Festhalten dein Gefühlen sind oder deine Haltung, dann versuch da mehr Freiraum, wird besser in die Partnerschaft. Kann auch ein Hinweis sein, dass der Mann versucht, noch etwas festzuhalten, und das bedeutet dann die Finanzen. Also das sind die Hinweise für Februar. Wo hast du dir deine Lernaufgabe? Worauf solltest du achten? Wie bringst du das alles in Form? Das zeigt diese Karte an. Und diese Karte, wenn es um die Finanzen geht, gehen wir zurück bei den Gesprächen, Handlungen und Verträgen. Ein verlockendes Angebot. Da kannst du aber verlieren. Ich würde das nicht hundertprozentig sagen, weil diese Karte ist kein eindeutige Aussage, zeigt nur die Risiko an. Also die Risiko ist da. Und hier unter dieser Karte würde sagen, du kannst die Finanzen mit diesem Risiko nicht befestigen, weil es kann zu Verlust führen. Also achte auf die Verträge, achte auf die Finanzen im Monat Februar. Das wäre der berufliche Bereich, die Finanzen. Wenn das um die Liebe, Partnerschaft geht, dann versuch diese Haltung nicht einnehmen, weil das bremst bei deinem Glück. Und was passiert dann, wenn du versuchst, in diesem Partner festzuhalten, dass du da verletzte Gefühle hast? Wenn das dein Partner zeigt, ist auch möglich, dass das seine Haltung ist, dass er etwas festhält, und bekommst du Angst, dass er vielleicht doch bei Ex bleibt und ihr kommt nicht fest zusammen, da hast du wieder verletzte Gefühle. Also achte darauf, genieße die Momente, schau die Chancen, Möglichkeiten an, nimm wahr, dass hier noch ein anderer Mann auch Aufmerksamkeit auf dich hat, genieße diese Kraft, was euch gegenseitig bringt, und dieses Vertrauen, diese Leidenschaft, und nichts festhalten. Und wenn er noch Probleme hat, wegen seiner Vergangenheit, und da noch finanzielle Sachen sind noch zu klären, ist auch gut möglich, dann kommt dieser Zustand raus. Also fühle dich nicht verletzt. Und hier besteht auch eine Lernaufgabe. Akzeptiere das so, wie das ist, und komm raus von diesen verletzten Gefühlen. Monat März. Deinen Gefühlszustand oder was kommt entgegen, was deinen Gefühlen berührt. Du bist sehr selbstsicher, zeigt hier diese Karte an. Also du bist im inneren Gleichgewicht, du bist sehr selbstsicher, und bedeutet auch, dass eine männliche Person auf dich zukommt, wo eine höhere Position hat oder Macht, und berührt deinen Gefühlen. Also diese Chancen bekommst, das wäre im Bereich Liebe, Partnerschaft, weil es handelt sich hier um deine Gefühle. Wie sind die Kontakte, Kommunikation, Gespräche? Beruflich werden auch die Termine, die Handlungen, die Verträge auch bedeuten, zeigt diese Karte an.
Bei dieser Karte mache ich Unterschied, was die Männer betrifft und was die Damen betrifft. Und bei dir handelt es sich um eine Dame. Also du bist hier diese Frau hier im Fluss. Und da solltest du achten. Es handelt sich um Gespräche, um Nachrichten, um Terminen, um Geschäfte zu machen und um Verträge. Du hast mehr Glück, wenn du diese Haltung einnimmst. Ob das jetzt geschäftlich ist, ob das privat ist, in beiden Lebensbereichen. Bereinige etwas, sei von dir überzeugt, vertraue das Fluss des Lebens, und diese Stäbe zeigen die Feuerelement an, also sehr aktiv, und die kommen mit einer Geschwindigkeit auf dich zu. Und auch wenn du merkst, erstmal das Gefühl hast, oh, da kommt keine Nachricht und ich muss warten, bleib in dieser Wartehaltung, bleib im Vertrauen, weil die Nachricht kommt oder Besuch oder Termin oder Vertrag. Es fließt alles ziemlich schnell auf dich zu. Wenn es um die Liebe geht, kannst du hier in Karte erkennen, dass hier im Hintergrund ist der Mann da und nähert sich zu dir. Du musst nur geduldig sein, bis er hier antanzt. Also warte auf die Nachrichten und bleib im Vertrauen, es kommt ziemlich schnell. Liebe Partnerschaft. Versuche, diese Haltung einzunehmen. Was vermittelt diese Haltung? Die Stäbe, was er in Hand hat, verkörpert die Feuerelemente. Und die Feuerelement ist aktiv und leidenschaftlich. Das heißt, in der Liebe erlebst Leidenschaft, erlebst Aktivität. Es bewegt sich einiges. Und wie ist deine Haltung? Du bist in Ruhe. Eine abwartende Position, aber es ist nicht die Zweifel, überhaupt nicht, sondern das ist die absolute Überzeugung, dass etwas kommt, dass vieles in Bewegung ist, ohne dass du etwas tun musst. Wenn du im März diese Haltung einnehmen kannst, wirst merken, dass ein bestimmter Mann auf dich zukommt, sehr schnell und sehr leidenschaftlich. Und davon sollst du absolut überzeugt sein. Und was macht der Mann? Das ist diese Karte hier, schaut in deine Richtung, ohne dass du das wahrnimmst. Und was noch Schönes ist in diesen Karten, die Stabilität. Das heißt, hier kommt die Bestätigung, der Mann kommt auch. Und die Beziehung, die Bindung ist schon stabil. Und du sollst nur warten, bis er ankommt. Hier sehe ich auch im Hintergrund dieser Mann und hier zeigt auch Aufmerksamkeit. Das bedeutet mit anderen Worten, ein Mann kommt am März auf dich zu und kommt etwas im Fluss. Es ist sehr beweglich, sehr leidenschaftlich. Du brauchst dafür nichts tun. Diese Karte zeigt auch an, die Nachricht kommt. Und hier diese Haltung ist auch richtig. Und der Mann zeigt sich hier schon, er schaut in deine Richtung und kommt auch. Wo hast du das Glück, dass du diese Verabredung hast? Du hast mit diesem Mann eine Verabredung. Wo du vielleicht zweifelst, noch am März, du zweifelst dann, ob das stabil ist oder ist es nur ein Übergang ist. Diese Zweifel wird kommen, aber die Karten oberhalb zeigen mir an, es ist stabil, also hier brauchst du nicht zweifeln. Ihr werdet das befestigen. Wo habt ihr die Lernaufgabe?
zeigt diese Karten an, stabil. Die Zahl 4 ist die Stabilität. Und hier die Kirche, hier geht es um Gefühle. Es sind nicht die geschäftlichen Verbindungen, sondern es ist das Liebesleben. Das heißt, du lernst auf diese Liebe vertrauen. Erstes Mal hier, dass alles auf dich fließt, der Mann kommt. Dann du lernst, diese Haltung einzunehmen, dass du, ohne dass du etwas bewegst, sicher bist, dass es viel in deine Richtung kommen kann. Und die Geheimnis zeigt diese Karte an. Du siehst zwar nicht, du nimmst es gar nicht bewusst wahr, aber ich kann dir verraten, der Mann schaut nach dir und zeigt Aufmerksamkeit. Hier hast du die Chance, mit ihm verabreden, habt ihr eine schöne Verbindung, einen sehr leidenschaftlichen Moment, aber du fängst hier an zum unsicher werden, ob jetzt das nur eine Affäre ist, ob das wirklich eine feste Beziehung ist, und die Lernaufgabe hast hier auf diese Liebe vertrauen, weil diese Liebe ist stabil und es ist die Befriedigung, die absolute Harmonie. Monat April, wie stehen deine Gefühle? Ziemlich sicher. Also das heißt hier oben, du bist sicher an deinen Gefühlen, kann auch bedeuten, dass dieser Mann ist ziemlich sicher, dass du ihn liebst. Also das ist so diese bequeme Haltung, es ist alles in Ordnung, das ist Liebe, es kommt was entgegen, es ist ein angenehmes Gefühl, es ist so beruhigend auch. Die Kommunikation, welche Nachricht bekommst du im April? Du wirst eine Nachricht bekommen, dass eine männliche Person krank ist. Es muss nicht wortwörtlich um Krankheiten handeln, kann auch bedeuten, dass dieser Mann Probleme hat und kränkt etwas in sein Leben, zeigt mir diese Karte an und du machst den Besuch und du kümmerst um diesen Mann. Ihr habt wieder die Kontakt und dieser Mann hat auch die Erwartung dir gegenüber, dass du was erledigst, dass du ihm kümmerst. Ja, wer ist dieser Mann? Kann vieles bedeuten, das kann ein Arbeitskollege sein, kann die Klienten sein, kann jemand von der Familie sein. Auf jeden Fall ein Mann, wo die dich vertraut und du hilfst ihm, kann natürlich auch deine Liebe sein. Auf jeden Fall kommt diese Nachricht, wo du erfährst, jemand geht nicht gut und du bist gut gebraucht, dazu helfen, für ihn da zu sein, helfen, dass er wieder gesund ist. Und wenn das jetzt nicht um Krankheiten geht, sondern Problemen, dann wirst du diese Probleme lösen können. Wie ist das im Liebesleben im April? Zeigt diese Karte an. Herzlich willkommen. Eine großzügige Geste ist es, sehr gefühlsvoll. Das heißt, es ist ein Mann da und er ladet dich in sein Leben ein. Und das vermittelt, du hast einen Platz in meinem Herzen. Nimm bitte dieses Angebot an. Nimm das bitte an. Der Mann mit dir, dieser Neuanfang, gerade dieser Mann, wo dein Herz berührt, deine Liebe, wie handelt er, wie handelt dieser Mann? Es wird für diesen Mann ein Neuanfang sein. Das ist die Neubeginn, die Neuanfang. Ihr habt die Chancen für einen Neuanfang. Wo liegt das Glück, die Chancen, beschreibt die Kirche. Es ist nicht die beruflichen Themen, sondern es geht um die Partnerschaft. Hier sind die Gefühle. Du kommst mit diesem Mann zusammen. Er ladet dich ein in sein Leben. Er startet einen Neuanfang mit dir und hier seid ihr schon zusammen. Das sind die Chancen. Das ist April 2018. Was aber in dieser Karte noch erscheint, hier ist nicht zwei Kirche, sondern drei. Hier sind auch nicht zwei Personen, sondern drei. Im Hintergrund ist diese Dame. Es kann natürlich auch sein, dass er erstmal seine Vergangenheit verabschieden soll.
hier war auch der Hinweis, dass er vielleicht noch was festhält und das sind die Finanzen und das verletzt dich in dem Moment. Und hier, dieser Mann schaut in deine Richtung, er umarmt dich. Aber im Hintergrund ist noch eine andere Dame und er ist dabei, davon zu lösen, trennen. Er ist in Trennung. Und die beiden Karten oben zeigen Vertrauendes, weil er macht einen Neuanfang und er ladet dich ein in sein Leben, zu dieser Liebe. Also hier ist das ist die Trennungskarte, die Entscheidungen auch, aber ihr kommt zusammen. Natürlich durchaus ist auch möglich, dass du hast im Hintergrund noch jemand und du verabschiedest von jemand, das schließe ich nicht aus. Wo hast du Lernaufgabe oder wie bringst das alles in Form? Das ist diese Karte hier. Bedeutet auch dein Schicksal. Nimm das in Hand. Das, was so alles passiert, dieser Neuanfang. Also sei sicher in deinen Gefühlen und seinen Gefühlen. Es kränkt etwas, aber Hilfe. Es ist auch möglich, dass dann deine Liebe ist und ihm geht es nicht gut. Vielleicht durch diese Trennung und du kümmerst ihn. Aber diese Einladung, dieser Neuanfang und hier, er nimmt dich im Arm und er trennt von dem anderen, er zeigt die Rücken schon. Nimm das bitte in Hand und sei da sicher. Obwohl das ist immer noch die Brücke. Also du hast immer noch nicht das Gefühl, hier ist schon, wurde eine klare Entscheidung getroffen und er ist nur für dich da. Sondern ihr seid in einer Übergangsphase, vielleicht zweifelt ein bisschen, was ist dann, wenn er zurückkehrt zu dem anderen. Kann auch bedeuten, dass du hast noch jemanden und du zweifelst, ja, was ist richtig jetzt, dieser Mann oder vielleicht der andere. Aber nimm das in Hand, was hier aktuell ist, dieser Mann, wo du im April Kontakt hast. Das ist die richtige, da liegt die Stabilität. Schau das an, was du in Hand hast und zeig Wertschätzung. Mai 2018, deinen Gefühlen, deine Emotionen, hier sehe ich, es kommt jemand entgegen, wird für dich entschieden. Hier werden klare Entscheidungen treffen. Und das ist auch die Liebe, auch der Neuanfang und du wirst diesen Neuanfang spüren. Auch dieser Mann lässt das auch spüren, dass er für dich da ist. Und hier werden nicht nur die Gefühle berührt, sondern auch die Verstand, die klaren Entscheidungen werden getroffen. Wie sind die Gefühle, wie sind die Gespräche, die Kontakte? Jemand versucht, dich zu verführen. Es handelt sich wieder um die Liebe. Es kann sein, dass noch jemand auf dich zukommt und Komplimente macht und versucht, dich zu verführen. Aber das ist nicht die stabile Beziehung, sondern das ist eine Affäre oder eine vorübergehende Geschichte. Kann auch bedeuten, dass du die Gespräche suchst, dass dieser Mann, wo du kennengelernt hast, wo sehr viel, viel versprechend ist, dann fangst an zum Zweifeln, weil er spricht nicht klar und deutlich, dass ihr eine Beziehung habt, dann fangst an ein bisschen zweifeln. Es muss aber nicht unbedingt jetzt um die Liebesleben handeln, sondern es kann auch um die berufliche Situation, dass jemand versucht, dich überreden an etwas für sich gewinnen, aber im Endeffekt gewinnst nicht du, sondern die anderen gewinnen dabei. Das Liebesleben zeigt im Mai diese Karte an. Es bewegt sich etwas, ihr geht auch auf eine Reise, also das ist schon die Reisekarte, aber es sind Einschränkungen da. Einschränkungen, weil er vielleicht noch nicht ganz getrennt ist, kann die Einschränkungen sein, dass du noch Kontakten hast und du bist nicht ganz frei, kann die Einschränkungen sein, weil das ist schon die Liebe,
aber verbunden mit einer Reise kann die Einschränkungen sein, dass ihr eine Reise plant gemeinsam und du kannst das nicht beruflich jetzt so organisieren, dass das, diese Reise wirklich stattfinden kann. An gewisse Einschränkungen im Privatleben, was eine Reise betrifft. Wie handelt er? Das in dieser Karte, er hat Einschränkungen. Er hat Einschränkungen, jemand beobachtet ihn auch, da stoßt er in seinen Grenzen. Du fühlst dich auch in die ganze Situation nicht ganz frei. Da sind die Mauer und dieser Zaun und du möchtest von irgendetwas befreien. Entweder hast du das Bedürfnis, dass dieser Mann endlich mal frei ist und nur für dich da ist und die andere Frau spielt noch vielleicht eine Rolle und da liegen die Einschränkungen. Kann auch bedeuten, dass dieser Mann dich etwas einengt oder du hast das Gefühl, das ist für dich zu eng geworden oder jemand anderes beobachtet dich. Auf jeden Fall deine Bewegung oder wenn das der Mann ist, seine Bewegung sind etwas eingeschränkt. Ihr seid nicht ganz frei, ich beziehe das auf euch beide, ihr seid nicht ganz frei, diese Liebe, diese Partnerschaft zu leben. Wo sind deine Chancen oder was kannst du verbessern, was für Möglichkeiten hast du im Mai? Das ist diese Karte hier, du bereinigst etwas. Und du stehst auch rein und sauber da. Es kann auch die Körperpflege bedeuten, dass du in dieser Zeit um dich kümmerst und achtest auf dein Aussehen oder hast du neue Kleider oder andere Frisur, dass dir das wichtig ist und machst dich hübsch, machst du dich schön, nicht einmal für andere, sondern für dein Wohlbefinden, für dich selbst. Geht es dir gut? Also diese Karte zeigt an, es geht dir sehr gut. Und was noch wichtig ist in diesem Karten, hier im Spiegel sehen wir, der Mann, also dieser Mann beobachtet dich, er schaut nach dir und du bist in seinen Augen rein und sauber. Wo hast du Lernaufgabe? Wie bringst du das alles in Form? Wenn du wartest, bis diese Botschaft kommt, du wirst eine wichtige Nachricht erhalten. Das kann beruflich sein, kann auch in die Liebe, beides, beide Richtungen, dass du wichtige Nachrichten bekommst und dadurch, durch diese wichtige Nachricht, kommt etwas in Form. Das heißt, ein geschäftliches Angebot oder eine gute Nachricht. Die Nachricht ist gut. Oder in die liebe Partnerschaft. Hier, er beobachtet dich schon, dass er wieder auf dich zukommt. Wie sind deine Gefühle am Juni 2018, zeigt diese Karte an. Du hast das Gefühl, du bist ausgenutzt. Etwas ist einseitig. Es kann die berufliche Situation sein, wo du dann sagst, du machst zu viel, andere haben davon Nutzen und du hast zu wenig Zeit, du fühlst du dich ausgenutzt. Kann die Liebesleben bedeuten, wo du sagst, dieser Mann ist ein bisschen egoistisch, fühlst du dich auch etwas ausgenutzt. Diese Karte kann auch bedeuten, dass du das Gefühl bekommst, oh, vielleicht ist die Liebe einseitig, vielleicht liebt er mich gar nicht so, sondern das kommt nur von mir, es ist alles so einseitig. Das sind die Gefühlszustand, was dich im Juni dann so bewegt. Wie sind deine Kontakte, die Kommunikation am Juni? Das ist diese Karte hier. Jemand schaut dich an, du stehst da wie in einer Prüfung und jemand beobachtet dich. Wenn es um die Geschäftlichen geht, jemand möchte mit dir Geschäft machen. Und erstmal beobachtet dich, wie du arbeitest. Wenn es um die Liebe geht, kann beides bedeuten, kann von beiden Richtungen die gleiche Energie kommen. In die Liebe-Partnerschaft ist es auch so, dass dieser Mann spricht nicht viel, aber er nimmt dich wahr. Vielleicht, weil er zu wenig spricht
und wenig spricht über seine Gefühle, fühlst du dich ein bisschen unsicher und fangst an zum Grübeln, ja, was ist dann, wenn diese Liebe nur von mir kommt und er liebt mich gar nicht, weil eben er nichts über Gefühle spricht. Aber wichtig ist zum Sehen hier, du stehst im Mittelpunkt, ohne dass dir das so wirklich wahr ist, weil du schaust da weg. Wie ist die Liebe? Was passiert in deinem Liebesleben? Deine Liebe ist heilig. Und dieser Mann, wo ihn ganze Zeit da ist, wird dich berühren. Das ist die sanfte Berührung. Kann sogar sein, dass er über Zukunft spricht auf einmal. Vielleicht über seinen Gefühlen nicht viel, aber es kann auch eine Verlobung sein, dass er sagt, ja, was wäre, wenn wir jetzt verloben würden. Diese Liebe ist auf jeden Fall heilig und dieser Mann berührt dich sanft. Und diese Liebe, was du in dieser Zeit erlebst, hat das Segen drauf. Was macht dieser Mann? Wie reagiert er? Er nimmt dich als Frau. Das ist die Karte, die absolute Liebeskarte. Das heißt, er steht zu dir, er vertraut dich, er nimmt dich ihm an und ihr seid sehr innig. Wo hast du Glück und Chancen? Wenn du deine Möglichkeiten auch selbst erkundigst, hier beginnst etwas Neues. Das kann auch beruflich sein, dass du ein neues Projekt hast oder etwas Neues beginnst und hier beobachtest du alles. Hier beobachtest du deine Chancen, deine Möglichkeiten. Du versteckst dich nicht, sondern du stehst selbstbewusst im Mittelpunkt. Du überstürzt auch nicht, aber du bist von dich selbst und von dieser Möglichkeit, was dich das Leben bietet am Juni, bist von dieser Möglichkeit sehr davon überzeugt. Wo hast du Lernaufgabe, dass bei deinen Schritten du alles beobachtest? Du brauchst keine Angst haben. Es ist nicht die Karte, wo man Angst hat, sondern gerade bei diesen Möglichkeiten, dass du klug handelst und alles beobachtest, wo hast du Vorteile, wo hast du Nachteile, welche Vertrag du sollst unterschreiben, welche Projekt sollst du starten. Erstmal alle Möglichkeiten so ganz, ganz klug betrachten. Beide Karten zeigen in diese Richtung, dass du Glück hast, dass du Chancen hast, dass du kluge Entscheidungen triffst, dass du nichts überrollst, nicht schnell, unüberlegt handelst, sondern du das ganz, ganz klug mit der Ruhe gelassen hast, alles beobachtet und du stehst beruflich im Mittelpunkt. Das ist Erfolg. Juli 2018, was berührt deinen Gefühlen, deinen Emotionen? Das ist diese Karte hier. Du hast das Gefühl, du hängst ein bisschen in Luft, verlierst den Boden unter deinen Füßen. Und die Gespräche, was auf dich zukommen, werden eine Herausforderung sein, weil du musst dich da wirklich beweisen. Das ist schon eine Herausforderung, ein Kampf. Es sind Konkurrenten da. Ich betrachte diese beide Karten in deiner beruflichen oder deiner finanziellen Situation. Dass du nicht leicht hast, Anfang Juli dich zu beweisen, die Konkurrenz ist groß und alles so hängt ein bisschen in Luft. Wie ist in dein Liebesleben? Du hast es in Hand. Du hast die Liebe in Hand. Und das sollst du betrachten. Daran liegt die Kraft. Jetzt nicht die Konkurrenten im Beruflichen oder das Gefühl, es ist so unsicher alles beruflich. Das ist jetzt weniger wichtig. Wichtiger ist deine Partnerschaft, deine Liebe. Das hast du auf jeden Fall in Hand.
Auch wenn das nicht beweglich ist, dieses Pferd kann jederzeit bewegen. Aber wichtig ist zum Erkennen diese Stabilität. Und das sollst du anschauen, weil das gibt dir die Kraft, das gibt dir die Gleichgewicht. Diese Bindung, dieser Mann gibt dir die Stabilität, mindestens mal in diesem Zeitraum, also nicht für immer, aber in diesem Monat Juli, da liegt die Stabilität. Der Mann bewegt sich noch in dieser Brücke, aber ist schon alleine und kommt in deine Richtung. Ihr seid noch nicht in einer Ehe, ihr seid noch nicht in einer eheähnlichen Beziehung, aber ihr seid füreinander da und die Beziehung ist stabil. Wo hast du Glück, Chancen oder was hindert dich in diesem Glück? Das ist diese Karte, diese Haltung hier. Die Chancen, Möglichkeiten, Gewinne zu machen, beruflich erfolgreich zu sein. Die Liebe ist stabil, das erwähne ich jetzt gar nicht mal, sondern das ist mehr dann im Beruflichen. Wenn du in die Fenster rausschaust, da draußen sind die Chancen. Das ist aber die Haltung und das sollst du verändern, umdrehen. Die Stab hier zeigt die Feuerelement. Es ist Begeisterung, es ist aktiv. Sei aktiv im Beruflichen, dreh ein bisschen um, dann siehst du die Chancen, Möglichkeiten. Diese Neigung hast du aber, etwas noch festzuhalten. Und diese Festzuhalten an etwas macht dich unbeweglich. Wo hast du die Lernaufgabe? Am Lernen. Das kann eine Prüfung sein, das kann eine Schulung sein, das kann auch bedeuten, dass du Seminare hältst. Also daran liegen die Chancen, daran liegen die Möglichkeiten, das kannst du befestigen. Dann sind wir bei August 2018. Wie stehen deine Gefühle, deine Emotionen? Das ist diese Karte hier. Du brauchst die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Und das ist ein ganz großes Bedürfnis für dich, Monat August. Und du vergleichst auch etwas. Du achtest auf die Gerechtigkeit, du gleichst etwas aus, du vergleichst etwas, aber du achtest auch auf deinen inneren Ruhe, auf den inneren Gleichgewicht. Und das in deinen Emotionen. Wie sind die Gespräche, die Kontakte, die Verträge oder Termine, die Handlungen? Das zeigt diese Karte an. Es ist Fantasie. Es ist nicht ganz die Realität. Kann auch Erinnerungen sein. Es kann bedeuten, dass August jemand zurückkehrt von deiner Vergangenheit. Und erinnert dich dann an die Vergangenheit. Das ist alles Gedanken. Jemand denkt an dir oder träumt über dich und das betrifft die Vergangenheit und das ist nicht die berufliche Situation, sondern das ist die Liebe, dein Privatleben. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder denkt an dir, wo du von früher kennst, oder bei dir kommen diese Erinnerungen. Auf jeden Fall ist es sehr romantisch. Dein Liebesleben. Das ist diese Karte hier. Du wirkst sehr verführerisch. Das ist fast magisch. Du musst gar nicht viel dazu tun, dass alleine dein Aussehen, deine Ausstrahlung macht dich sehr anziehend. Das heißt, die Männer stehen auf dich und du wirst so Komplimente bekommen. Und es ist die Anziehungskraft, wie du auf anderen oder auf deinen Partner wirkst. Also er wird von dir fasziniert sein. Was macht der Mann? Kommt zu dir und er weiß das ganz genau. Er ist nicht abgelenkt, er ist auch nicht langsam, er weiß, was er macht. Du bist so auf ihn wirklich wie ein Magnet,
wirkst du auf ihn, er ist ganz hin und weg von dir und er kommt ganz bewusst, ganz alleine, ohne Altlast, kommt zu dir. Wo liegen die Chancen, Möglichkeiten oder was sollst du verbessern, dass dir besser geht, dass du glücklicher bist, wenn du diesen Zustand verlässt? Diese ewige Grübeln oder die Angst, dass alles zusammenbricht, überwältigt dieses Gefühl, was ist dann, wenn das alles bricht, dann bin ich wieder alleine. Oder was ist dann, wenn er dann doch nicht kommt? Also du hast Angst, dass diese Liebe zerbricht. Vielleicht kommen auch die Erinnerungen und hängt es auch zusammen, wo du zurückdenkst in deine Vergangenheit und sagst, ah, da habe ich auch verletzte Gefühle gehabt. Was ist dann, wenn mit diesem Mann genau dasselbe passiert? Und dann bin ich wieder im Scherbenhaufen. Und diese Erinnerungen kommen hoch und hast mehr Glück, wenn du von diesem Gedanken verabschiedest. Wo liegen die Lernaufgabe, wenn du auf dein Gefühlen vertraust, wenn du an deine Träume vertraust? Also nicht die Gedanken, hier sind die Gedanken, das sind die Gefühle. Die Gedanken grübeln, vergleichen oder kommen die alten Erinnerungen, die alte Wunde und das macht dich traurig. Die Lernaufgabe jetzt nicht auf diesen Verstand hören, sondern auf die Gefühle hören, weil die Gefühle sagen, es ist doch alles wunderschön, es ist so romantisch und tatsächlich, du bist sehr verführerisch und er kommt zu dir, also kann gar nichts schief gehen. September 2018, wie sind deine Gefühle an diesem Monat September? Das ist diese Karte hier. Ja, diese Karte kann man vielseitig deuten. Erstens kann bedeuten, dass du schaust in den Spiegel und sagst, ach, meine Haare sitzen nicht richtig oder ach, da habe ich ein Falten. Oder jetzt habe ich zugenommen, das Kleid steht mir nicht gut. Du fühlst dich nicht in deiner eigenen Haut wohl. Das ist nicht das, was der Mann sieht, weil der Mann sieht dich so. Aber du neigst vielleicht dazu, dass ich dich so siehst im Spiegel. Also bitte diesen Spiegel wegwerfen. Das wäre die eine Bedeutung. Kann aber diese Karte auch was anderes bedeuten, dass jemand nähert zu dir, kommt zu dir und verletzt deinen Gefühlen und kommt mit Gehässigkeit. Ein Neider oder eine Konkurrentin oder Rivalin, wo die sagt, ja sag mal, wie siehst du heute aus und versucht dich klein zu machen. Und wichtig ist, in diesem Spiegel die wahre Gesicht erkennen. Das ist die Täuschung oder es ist eine Lüge. Wenn ich das auf die Geschäftlichen beziehe oder auf den Finanzen, und das habe ich astrologisch gesehen, du hast Talent, Geld zu machen. Du hast diese Fähigkeit, mit Geld umzugehen, das Glück auch, das zu vermehren, aber du wirst immer wieder Menschen begegnen und das war in altem Karma so und hier hast du Lernaufgabe, also das Schicksal spiegelt dich das wieder, dass jemand kommt und versucht dich betrügen, das Geld aus die Tasche zu ziehen. Kann natürlich auch bedeuten, dass jemand mit diesem hässlichen Gesicht kommt und mit diesen falschen Absichten. Es ist die Zeit, September 2018. Wie wird die Kontakte, die Kommunikation, du erfährst die Wahrheit, du erkennst diese Lüge. Also du wirst die Wahrheit enthüllen und du bist von dir selbst überzeugt und du bleibst auch in Wahrheit. Wie ist dein Liebesleben? Wunderschön. Hier ist das Zusammenkommen. Hier sind zwei Kerlchen, zwei Personen, du und er. Und kein anderer Mann und keine andere Frau. Nichts du und er, ihr zwei.
Und hier ist auch die Immobilie. Das heißt, ihr werdet darüber sprechen oder schon organisieren oder ihr seid schon dabei zusammenziehen. Der Mann, wie handelt er, dieser Mann? Nimmt dich im Arm. Und das ist stabil, das sind die Münzen, das ist die Realität, das ist stabil. Aber im Hintergrund erscheint nochmal ein Mann und dieser Mann im Hintergrund ist krank. Was ist da passiert? Du gehst hier in eine Beziehung ein und du lenkst deine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Mann und das kränkt jemand, weil eifersüchtig ist. Und wo liegt dein Glück, wo liegt euren Chancen, damit zum Bewusst zu werden, dass das heilig ist. Wieder die Heiligtum in die Liebe Partnerschaft. Also vertraue, da ist Gottes Segen da. Wenn ich über Chancenmöglichkeiten spreche und schaue mit einer beruflichen Situation an, das würde eine spirituelle Richtung bedeuten. Also beruflich kannst du vielleicht in die Richtung auch was bewegen. Wo ist deine Lernaufgabe? Die Selbstsicherheit, dass du von dir selbst überzeugt bist, weil daran liegt der Erfolg. Es ist alles stabil. Es ist stabil beruflich, es ist stabil finanziell und du hast eine stabile Beziehung. Oktober 2018, deinen Gefühlen, du hast das Bedürfnis, bisschen rausgehen, etwas unternehmen, mit Leuten treffen, austauschen, Gesellschaft pflegen und das wirst du auch tun. Und die Gespräche und Kontakte kommen in absolute Harmonie. Auch in die Liebe Partnerschaft, dass ihr nicht nur die Liebe verspürt, diese Zweisamkeit, dieses Gefühl, wir gehören zusammen, diese Liebe ist heilig, sondern ihr könnt miteinander sehr gut kommunizieren auch. Diese Karte zeigt auch deine beruflichen Situation. Du wirst Verträge unterschreiben. Du hast geschäftliche Kontakte und auf diese Kontakte kannst du vertrauen, weil das ist das Gleichgewicht, geben und nehmen. Und ihr seid beide gleich stark. Also das sind die Handlungen, das sind die Gespräche, die Termine, Verträge. Im Privaten die Harmonie, die guten Gespräche, das ist das Miteinander, geschäftlich gute Kontakte, ein toller Vertrag, wo du auch Profit hast. Die Liebe Partnerschaft hast vollkommen im Griff. Und es ist nicht nur, weil du so verliebt bist, sondern dein Verstand sagt es auch. Das ist alles stabil, das ist alles in Ordnung, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Und da bist du selbstsicher, nicht nur du, sondern er auch. Wie ist die Bewegung bei ihm? Oder was macht dieser Mann? Er bringt etwas zum Erfolg. Er bekommt Anerkennung, Ansehen und deinen Handlungen zeigt auch diese Karte an. Hast du Mut? Kannst du etwas in Bewegung setzen? Wie handelst du? Was machst du beruflich? Du bringst die Beruflichen, deine Selbstständigkeit auch im Erfolg. Ihr steht beide ins Licht. Die Glückschancen ist ein neues Angebot. Du wirst Oktober ein neues Angebot bekommen. Etwas, was du noch gar nicht kennst, ein komplettes Neuland, entweder ein neues Studium, ein neues Projekt oder ein neues Angebot. Du weißt nicht, wohin das führt. Du bist in Tiefwasser geworfen, also was komplett Neues. Aber das sind Chancen für dich. Das bringt dir Glück. Da gehört ein bisschen Mut, dieses Unbekanntes zu erforschen oder etwas Ungewöhnliches, Unbekanntes zu starten, aber dieser Neuanfang wird dir Glück bringen. Wo liegt die Lernaufgabe? In diesem Zustand verlassen, wenn du das Gefühl hast, ich fühle mich zu eng, ich beziehe das auf die berufliche Situation, weil im Privaten, in der Liebe sehe ich alles wunderbar, das ist die berufliche.
Hier bekommst ein Angebot, das ist für dich ganz komplett neu. Und dann bist du gefangen. Gefangen, ob du das bewältigen kannst, ob du gut genug bist, ob das wirklich zum Erfolg ist. Fangst an zum Zweifeln und durch diese Zweifel hältst du dich gefangen. Die Lernaufgabe besteht daran, dich von diesen Gefühlen, von dieser Unsicherheit und der Angst befreien. Hier musst du dich befreien. Der Glück liegt daran, dass du das wagst. November 2018, deinen Gefühlen, wunderbar, das ist eine sehr schöne Karte. Das ist die absolute Harmonie und perfekt. Diese Beziehung ist perfekt, sehr gefühlsvoll, sehr entgegenkommen, das ist die Gleichgewicht, ihr seid füreinander da, das ist die absolute Harmonie. Die Gespräche, das kann auch deinen beruflichen sein oder die Termine oder Verträge oder das Gewinn zu machen, gehst du ein Risiko ein. Das ist Casino. Du bist hier mit deinen Handlungen wie in ein Casino. Die Risiko ist groß. Nicht nur die Risiko kann man in diesen Karten erkennen, sondern du hast Konkurrenten, wo beobachten, was du machst. Und hier in diesem Casino will jeder was gewinnen. Und das sollte dir bewusst sein, dass jeder schnappt das Geld und also mit den Entscheidungen, mit den Handlungen vorsichtig sein. Hier zwar dieser Neuanfang verspricht dir sehr viel, trotzdem vorsichtig, du hast Konkurrenzen und die beobachten, was du magst. In deinem Liebesleben, diese Karte bedeutet, ihr werdet von etwas verabschieden. Und das ist die Vergangenheit. Du schließt ab alles in Vergangenheit. Es sind auch die Erinnerungen oder verletzten Gefühle. Er kann alles abschließen. Das heißt, die Trennung ist durch, alles geklärt, es ist alles vorbei. Ihr beide seid frei. Frei für, das ist die Befreiung. Verabschieden von etwas, aber gleichzeitig ist auch die Befreiung, dass ihr eine Neuanfang habt in die Liebe. Wie handelt er? Das ist die Karte, die Reise. Wir haben zwei, da war nochmal eine Reise. Hier kommt nochmal die Reise vor. In die anderen Karten waren Einschränkungen, genau hier sind noch auf die Reise Einschränkungen, hier aber ein Beginn. Also ihr werdet eine Reise machen gemeinsam. Und ja, viel mehr kann man nicht sagen. November geht ihr gemeinsam auf eine Reise. Wo hast du die Möglichkeiten, Chancen, etwas zu verbessern? Besonders beruflich, weil hier entstehen auch die Münzen, also geht es auch um Geld. Wenn du Kontakte hast, Kontakte, Gesellschaften, nimm die Einladungen wahr, pfleg die Kontakte, somit, das kann auch im privaten Umfeld sein, diese Kontakte, kann auch Internet sein, dass du verknüpft bist, vernetzt bist, weil da machst du die Geschäfte. Was ist die Lernaufgabe? Bei deinen Herausforderungen und bei diesem Konkurrenzkampf, du in die Mitte stellst und kommst als Sieger raus, dass du davon überzeugt bist, du hast hier Gewinn, du siegst. Dezember 2018, deinen Gefühlen, deine Emotionen, zeigt diese Karte an. Und das bedeutet, nicht auf eins konzentrieren, sondern die Möglichkeiten, Chancen anschauen. Das, was dein Gefühl sagt. Dein Gefühl sagt, nicht auf eins konzentrieren, sondern die Stabilität bekommst dann, wenn du alle Möglichkeiten ausschöpfst. Es ist deine berufliche Situation oder deine Gewinnchancen. Du neigst dazu, mit dieser Karte auf ein Projekt konzentrieren und sagst, da ist die Gewinn. Ist aber nicht gut, sondern hör auf dein gesundes Bauchgefühl. Und dein Gefühl wird dir sagen, es sind noch außer dieser Mitte
gibt es noch auch was anderes da. In diesem Bild zeigt sich, dieser Mann zählt das Geld und voll konzentriert auf das Geld und er sieht nicht, dass diese hübsche Dame da ist. Das kann natürlich auch bedeuten, dass du sehr geschäftlich engagiert bist und da ist eine ganze Aufmerksamkeit und neigst dazu, die Partnerschaft ein bisschen nachverlässigen. Ich würde aber intuitiv nicht so deuten, diese Karten, sondern intuitiv würde ich sagen, dass du geschäftlich mehrere Chancen hast und du neigst dazu, auf ein Projekt konzentrieren und sollst du aber vielseitig sein, weil da ist auch noch Gewinn zu machen. Wie sind deine Kontakte? Es ist sehr beweglich, es ist auch eine Reise da. Das kann auch bedeuten, dass jemand euch besucht und so kommt ihr mehr in Kontakt. Das kann auch Ausland sein oder Auslandsgespräche. Entweder ihr macht die Reisen und so habt ihr die Kontakt oder habt ihr Besuch. In die Liebe. In die Liebe ist wichtig, diese Haltung zu verändern. Diese Haltung zeigt an, du bist offen für die Liebe, für diese Partnerschaft, aber du hältst etwas fest. Diese Festhalten kann auch bedeuten deine Ängste, Angst oder du zweifelst etwas und das sperrt den Weg. Und das ist absolut unnötig, weil, wie handelt dieser Mann? Dieser Mann ist doch da. Er nimmt dich im Arm und tröstet dich. Also wenn bei dir Dezember ein bisschen Zweifel kommt, es kann auch bedeuten, dass er geht auf die Reise oder du gehst auf die Reise und seid ihr mal für kurze Zeit getrennt, geschäftlich getrennt und ihr seid nicht jeden Tag zusammen und du fängst an zum Zweifeln oder hast Angst, was ist dann, wenn er vielleicht fremd geht oder geht zu seiner Ex zurück oder wie auch immer. Und diese Angst, das sperrt den Weg und es ist wirklich unnötig, weil dieser Mann ist für dich da. Es gibt keine andere Frau und er gibt dir die Umarmung, die Trost und damit sollst du auch bewusst sein. Wo liegt die Glück, wenn du in dieser Harmonie bleibst? Weil das ist die Quelle, es ist alles im Harmonie, du hast eine schöne Beziehung, du hast die Liebe und daran brauchst du überhaupt nicht zweifeln. Was lernst du? Dass du auf diese Bindung eingehst. Was ist der Höhepunkt des Jahres oder was kannst du verbessern? Wie kommst du zum Glanz? Du kommst im Glanz, wenn du den Alltag verlässt und dass du deine Möglichkeiten, Chancen nicht einschläfst, so wie die Dame schläft hier ein bei diesem Bild, sondern dass du wachsam bist, dass du immer wieder deine Chancen, Möglichkeiten siehst und dass du von dieser Alltagssituation rauskommst. Was dir auch noch hilft oder dich interessant macht, deine Vielseitigkeit, zeigt dieses Bild an. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Diese Dame ist halb sehr freizügig und halb steht da wie eine Nonne. Das ist nicht im Einklang, das ist ziemlich widersprüchlich. Aber so wirkst du manchmal, dass die Menschen dich nicht richtig einschätzen können. Und manchmal zurückhaltend, manchmal offen, manchmal spaßig, dann wieder aber ernsthaft. Und diese Vielseitigkeit macht deine Persönlichkeit. Versuche, das vorteilhaft nützen und im Glanz zu bringen. Du kannst verschiedenen Art und Weise auftreten. Es ist nicht immer das Gleiche und es macht dich aber sehr interessant. Was kann dir im Bewusstsein oder was bringt dir den Glanz? Natürlich hast du Erfolg. Erfolg geschäftlich, auf die Finanzen sollst du ein bisschen achten, dass du die Entscheidungen triffst und das nicht immer ehrlich zu dir sind. Und du bringst etwas im Glanz und vor allem hast du Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber du hast auch Neider. Hast auch Neider und damit sollst du auch bewusst sein. Aber das ist auch dein Erfolg. Was noch wichtig ist, damit du im Glanz kommst, dass die Sehnsüchte sind da, du schaust sehr sehnsüchtig raus in diesem Fenster, aber du schaust nur in eine Richtung
Und das ist nicht sehr einladend, sondern ändert deine Richtung, deine Möglichkeiten. Das ist so ähnlich wie hier. Draußen sind die Chancen und du hältst fest in diesem Sessel und das macht unbeweglich. Und hier bist du auch unbeweglich, weil das, was du siehst, ist nicht das, was du eigentlich möchtest. Versuch deinen Blickwinkel zu ändern und sag, jetzt bin ich mutig, ich wage das, ich habe auch andere Möglichkeiten, Chancen. Und du, somit verlässt du dieses Labyrinth. Such einen Ausweg und vor allem sei damit bewusst, dass diese Liebe wichtig ist und heilig. Und du bist eine große Unterstützung für diesen Mann, weil du heilst ihn. Diese Karte kann auf ihn auch bezogen sein, dass er befindet sich wie in einem Labyrinth und diese Liebe befreit ihn auch. Das ist dein Höhepunkt, wenn du damit bewusst sein, dass du die Alltagssituation meisterhaft leistest, dass du deine Chancen nicht einschläfst, dass du aktiv bist, dass du vielseitig bist und so wirst du auch wahrgenommen, dass manche Menschen können sie dich gar nicht richtig einschätzen. Dass du Erfolg hast, aber auch Bewusstsein, dass das nicht jeder glücklich darüber ist und dass du deine Chancen siehst und diese Beziehung ist für dich sehr schön, weil das gibt euch Kraft und das befreit euch beide und diese Beziehung, diese Befreiung, das wird der Höhepunkt sein des Jahres, also da liegt das Glück in dieser Beziehung. Und schauen wir mal nochmal die einzelnen Themen an, deinen Gefühlen. Du bist sehr einladend, empfange das, die Anziehungskraft ist da, du wirkst auf die Menschen. Auch im Beruflichen hast du Erfolg, die wissen ganz genau, dass du Talenten hast. Manchmal hängst du ein bisschen in Luft, hast du sogar das Gefühl, die nützen dich aus, das ist ein bisschen einseitig, aber versuch im Gleichgewicht bleiben. Sei gesellig, such die Kontakte, nimm Einladungen wahr. Da hast du die Chancen, Möglichkeiten, auch geschäftlich etwas zu verbessern. Kannst nicht jeder vertrauen. Ich meine im geschäftlichen Umfeld. Sie erkennen deine Talente, deine Fähigkeiten, die versuchen dann daran zu profitieren und die haben die Vorteile und es ist wichtig, dass du selbst auch diese Vorteile hast. Wenn Angebote gibst, überprüfe verschiedenen Projekten, weil daran liegt die Stabilität, wenn du vielseitig bist und vieles vielleicht auch Neues ausprobiert und nicht nur auf eins konzentrierst, so kommst du von dem Alltag raus und bewegst etwas und es macht alles interessant. Die Kontakte, ein Mann kommt auf dich zu, dieser Mann braucht dich. Dieser Mann, du bist die große Liebe, wird auch für dich entscheiden. Er ist sehr romantisch und du unterstützt, du gibst ihm die Kraft, du befreist ihn auch und er lebt seinen Traum mit dir. Ihr werdet vertraut sein und es kommt im Gleichgewicht. Ihr könnt auch sehr gut miteinander kommunizieren. Er macht auch Reise gemeinsam, er findet dich auch sehr vielseitig, er ist fasziniert von dir, das wird er auch sagen. Aber du hast Neider, ist jemand auch, wo dich beobachtet und entweder ist eifersüchtig oder neidisch auf dich. Wenn du unsicher bist, ob die Kontakte kommen, die Gespräche, ob das beruflich ist oder privat, in beiden Seiten nicht unsicher sein. Alles kommt auf dich zu, die werden aktiv sein, die suchen die Gespräche. Jemand versucht dich September anzulügen, aber du wirst die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wissen und du lüftest dieses Geheimnis. Es werden immer wieder mal Angebote da sein, beruflich, wo sehr verlockend ist, aber überleg ganz gut, wer hat da gewinnt. Das ist wie im Casino, er kann auch verloren gehen und sei damit bewusst, du machst Geld und die nützen viele dein Talent aus. In die Liebe, Partnerschaft, Anfang der Jahre, sei ein bisschen zurückhaltend, warte bis dieser Mann auf dich zukommt, sei aber sehr selbstsicher. Er hat noch Bindung oder noch die Vergangenheit, hängt noch etwas, da hat auch noch Pflichten, auch finanziell. Sei nicht unsicher, weil dieser Mann wird für dich entschieden, ihr kommt fest zusammen. Diese Liebe ist heilig und er ladet dich ein,
in sein Leben. Ihr plant eine Reise, da sind Hindernisse, die Reise wird später dann stattfinden. Nehmt diese Beziehung in Hand, das ist fest, ihr werdet auch zusammenkommen. Ihr werdet beide von Vergangenheit abschließen und startet einen Neuanfang. Geschäftlich werden mal Zeiten kommen, wo ihr getrennte Wege geht. Das ist nicht die Trennung, sondern er ist geschäftlich unterwegs oder du bist geschäftlich unterwegs. In diesen Tagen bitte nicht zweifeln, dass er vielleicht fremd geht. Wird er nicht tun, er liebt dich und bleibt bei dir. Er ist treu. Es wird einiges in Bewegung kommen. Er wird für dich entschieden. Es sind Anfang des Jahres noch Einschränkungen da. Auch wird klare Entscheidung getroffen, aber dieser Mann wird für dich entschieden. Und bis Mitte des Jahres, Ende des Jahres seid ihr fest zusammen. Ihr werdet sogar über Zusammenleben sprechen, macht ihr auch gemeinsam eine Reise. Chancen, Möglichkeiten hast du, wenn du etwas loslassen kannst. Also nicht festhalten, auch nicht beruflich, weil du denkst, das ist die Stabilität und das macht dich unbeweglich, sondern vergrößert dich. Und auch im Privaten, auch in die Liebe, Partnerschaft, wenn da noch Verbindungen sind auf deiner Seite, auf seiner Seite, Anfang wird das nicht so ganz klar und deutlich sein, aber seid ihr selbstsicher, du stehst rein und sauber in seinen Augen, er bewundert dich, du bist sehr anziehend, er ist magisch, fühlt sich magisch angezogen zu dir, also sei selbstsicher, dieser Mann ist für dich da. Du wirst neue Angebote bekommen, beruflich ein ganz neuer Bereich, vielleicht auch ein Studium oder Lernen. Brauchst nicht unsicher sein, kannst ruhig diesen Schritt wagen, aber sei damit bewusst, du bist nicht alleine, es sind auch Konkurrenzen da, aber es ist ein Konkurrenzkampf, aber du wirst da siegen. Diese Liebepartnerschaft befreit euch beide und es heilt euch auch beide gleichzeitig. Und das wird der Höhepunkt des Jahres sein, diese Liebe zu genießen. Alten, verletzten Gefühlen verabschieden und im Vertrauen bleiben. Geschäftlich kleine Schritte machen, immer alles überprüfen, immer in alle Richtungen schauen. Und so kommst du zum Erfolg, also geschäftlichen Erfolg. Wenn da Erinnerungen kommen, wird auch jemand kommen in deine Vergangenheit und spricht, sei romantisch oder versuch dich erinnern, ja überleg mal, das war so schön mit dir, falle nicht da rein, sondern verabschiede von dem Vergangenheit, das führt dich zu Enttäuschungen. Vertraue die neue Liebe, diese neue Begegnung und nicht den vergangenen, verletzten Gefühlen pflegen, also von diesem Gedanken loskommen, sondern diese Romantik, die Augenblick und auch die Zukunft leben. Und diese Partnerschaft ist stabil. Und das war diese Jahreslegung. Und ich möchte nochmal erwähnen, es ist möglich, diese Jahreslegung zu buchen. Und ihr könnt das per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist oraculum@denderasusannamedici.com. Und ich wiederhole mein Honorar. Mein Honorar beträgt für diese Legung 50 Euro. Das ist eine Videoberatung, selbstverständlich anonym. Nach Wunsch kann ich die Videos dann so anfertigen, dass ihr die Zugangsdaten bekommt und ansonsten kann das niemand sehen. Dann bleibt das auch wirklich anonym. So, liebe MR, ich bedanke nochmal diesen Auftrag, dieses Anvertrauen und wenn du noch Fragen hast, dann kannst du ruhig E-Mail schreiben und ich bedanke mich auch für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.